Hallo zusammen. Im heutigen Video geht es um die Mavic Pro von DJI. Dieser Quadcopter, primär eine Filmplattform, wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von dronefactory.ch. Dieses Video ist in mehrere Teile gegliedert. Ihr findet die unten in der Beschreibung direkt verlinkt, falls ihr zu einem konkreten Bereich springen möchtet. Der Zweck dieses Videos ist es, euch zu erklären, wie ihr diese Mavic in Betrieb nehmt, was ihr damit machen könnt, was ihr solltet, was ihr nicht dürft und schlussendlich noch ein paar Tipps von mir, wie dass ihr möglichst tolle Aufnahmen erhaltet mit diesem wunderbaren Gerät. Viel Spaß! Was ist in der Kiste von Drone Factory? Dies hier ist ein Tablet-Stand, dass man ein mögliches Tablet mit der Fernbedienung, die wir gleich sehen werden, gebrauchen kann. Die Füße werden wir gleich brauchen. Zwei zusätzliche Akkus, diverse Connection-Kabels, da hat es noch weitere für andere Handytypen. Zusätzlich hat es hier den noch kleinere Ersatzlinsen zum Beispiel und ähnliches. Möglicherweise auch Filterlinsen. Die Fernbedienung und natürlich die Mavic. Zuerst zu den Akkus und Ladegerät. Das Ladegerät ist ganz klar. Einstecken. Hier in den Strom und das hier ist der Anschluss für die Akkus. So kann man einen Akku laden. Wenn man die Mavic alleine kauft, also das kleinste Paket, erhält man die Mavic, die Fernbedienung und das entsprechende Ladegerät. Zusätzlich gibt es dieses Verteilerteil. Mit dem kann man bis zu 4 Akkus laden. Die Akkus werden aber nicht parallel geladen, sondern nacheinander. Was aber eigentlich äußerst praktisch ist, wenn man nämlich einen Akku leer hat, kann man den raufpacken. Auch wenn schon ein anderer am Laden ist, wenn der voll ist, geht es weiter und lädt einfach den nächsten. Wenn man nicht sehr weit weg ist von einer Steckdose, kann man so fast die ganze Zeit fliegen, mehr oder weniger, da immer ein Akku am Laden ist. Man muss sich nicht darum kümmern, irgendetwas einzustellen oder so, das macht. Hat genug Intelligenz, um das alles selbst zu entscheiden. Ich fand das äußerst praktisch. So sieht die Mavic im verpackten Zustand aus. Sie braucht enorm wenig Platz. Und jetzt wird sie erst einmal entfaltet. Dies hier ist ein Kameraschutz, den man auch zum Fliegen brauchen kann. Ich habe aber gelesen, dass es möglich ist, dass wenn die Sonne in einen dummen Winkel reinscheint zum Beispiel, dass man dann einen Schimmer erkennen kann. Also wahrscheinlich ist es ideal, ohne den zu fliegen. Aber um sie zu transportieren, ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Dieser Schutz ist dann, damit der nicht zerkratzt werden kann. Dies hier sind die Erhöhungen für die Mavic. Also hier ist zum Beispiel der linke, hat da Buchstaben drin. Und mit denen ist die Mavic dann schlussendlich höher. Es hat einen linken, einen rechten und einen für unten in die Mitte und somit hat sie dann, ist sie nicht mehr so weit am Boden unten, sondern vielleicht etwa so. Und dann kann man auch in etwas höherem Gras starten. Für all die Leute, die keinen englischen Rasen zu Hause haben. Um zu starten, muss man die Propeller ausklappen. So. Und das ist alles, was man tun muss, um zu starten. Halt! Hier unten hat es noch eine Transportsicherung. Ich habe die mehrfach vergessen. Geht nichts kaputt, wenn die noch drin ist. Die Drohne sieht das und informiert einen, meistens bevor man startet. Es hat aber Momente gegeben, wo sie es erst kurz nach dem Start gemerkt hat.
Kurz ein Rundumblick. Von oben sieht man den Akku mit dem Akkustand. Ist im Moment voll. Den kann man ganz einfach wechseln, zusammendrücken und einfach hochheben. Da hat es einen Port, den habe ich nie gebraucht. Unten ist der Abstandsmesser, Ultraschall wie bei einem Auto und zwei Kameras zur genauen Positionierung. Hier ist ein Schalter zwischen Wi-Fi und der Fernbedienung und zusätzlich die SD-Karte. Hinten ist ein multifunktionales LED, kann verschiedene Fahrten anzeigen, je nach Status und ähnliches. Und vorne hat es auch wieder zwei Kameras, um Hindernissen auszuweichen und ähnliches. Diesen Schutz nimmt man einfach so raus. Und da das natürlich freischweben muss, Antivibration und auch um Bewegungen möglichst einfach zu kompensieren, ist das alles sehr wackelig und damit da nichts passiert beim Transport, muss man den da immer hinmachen. Dann ist es stabil. Zur Fernbedienung. Man kann die wichtigsten Grundfunktionen so steuern. Sie ist aber ausgelegt, dass hier ein Handy hinkommt. Da ich ein Android habe, habe ich dieses Kabel verwendet. Das kann aber ganz einfach ersetzt werden. Kann man ein beliebiges anderes Kabel nehmen, das hier dabei ist. Da hat es auch einen USB-C und ein Thunderbolt-iPhone-Kabel dabei. Die Grundfunktionen sind folgendermaßen belegt. Foto, Videoaufnahme, Start und Stopp. Man kann nicht gleichzeitig ein Foto machen und Video filmen. Ist eigentlich klar, aber nur, dass es mal gesagt ist. Autofokus. Das hier ist, um das Gimbal hoch und runter zu drehen. Die kann man frei programmieren. Und dann ganz normal Mode to Fernsteuerung. Könnte wahrscheinlich auch geändert werden. Ich glaube, es ist eine Konfiguration in der App. Roll, Pitch, ja und höher und tiefer steigen. Und jetzt das kurz zu erklären, falls ihr nicht wisst, was die Achsen sind. Roll ist so. Pitch ist das. Und ja ist das. Und dann natürlich hoch und runter. All die zusätzlichen intelligenten Funktionen, Follow Me, Point of Interest und so weiter, steuert man übers Handy. Auch das Videobild der Drohne sieht man auf dem Handy. Vielleicht noch kurz, wie man das einschaltet. Es hat mich einen Moment gekostet, bis ich das realisiert habe. Man muss kurz und dann lang drücken. Und dann startet es. Dasselbe ist bei der Mavic. Kurz, lang. Und jetzt startet sie. Jetzt haben sie eine Verbindung hergestellt. Und jetzt könnte der Spaß losgehen. Abschalten, genau dasselbe. Kurz, lang. Und dann ist es runtergefahren. Hier hat es auch noch multifunktionale LEDs. Die könnte man auch ausschalten und umprogrammieren, wenn man möchte. Die Standardkonfiguration ist so, dass die rot leuchten, wenn man nicht filmt oder fotografiert. Und sobald man die Filmaufnahme startet, erlischen die, wohl dass es keine Spiegelungen und ähnliches gibt. Die Montage der Arme ist ganz einfach. Man kann die Propeller sehr einfach entfernen. Da. Dann einfach wieder rauf, geht nur in eine Richtung und einhängen. Und schon sind auch Bäume nicht mehr so gefährlich, wie sie früher einmal waren. Wie bei jedem Quadcopter hat die Mavic zwei Propeller, die im Uhrzeigersinn drehen und zwei Propeller, die gegen den Uhrzeigersinn drehen. Somit spielt es eine Rolle, welche Propeller auf welchem Motor gehören. Und hier bei diesem Standbild sehen wir ganz gut, dass die Motoren mit dem weißen Kreis zu den Propellern gehören, die ebenfalls mit einem weißen Kreis gekennzeichnet sind. Weiter geht es im zweiten Teil dieser Videoserie.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder Kommentar. Falls du gerne weitere Videos von mir sehen möchtest, abonniere doch hier diesen Kanal. Wenn du links unterhalb des Videos die kleine Glocke klickst, dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video verfügbar ist. Merci vielmals, ciao zusammen.